Hey, willkommen zu einer neuen Folge Raft. Und zwar mit der Rami und mit dem Hero. Servus. Servus. Hallo. Warum wollte ich sagen? Und den kranken Marcel. Genau, meine Stimme ist noch immer kaputt. Ja, Leute. Der Gute hier ist ein bisschen krank. Seit längerer Zeit. Und ich hoffe, er wird gesund, bis er nach Deutschland kommt. Gell? Jo. Also gut, Leute. Letztes Mal war der Plan, dass wir erst zu der kleinen Insel fahren und danach zu der riesigen da hinten. Wo waren die riesigen nochmal? Keine Ahnung. War eine gute Frage. Ja, es ist ein paar Monate her, ne? Vielleicht. Sehr lieber. Diese Flasche, die du dort hast, als ob das irgendwas verändern würde an Sauerstoff. Doch, sieht ja. Ein Ja, echtes Leben. links von uns in der Insel. Nicht aber eine kleine. Ne, irgendwo war doch noch eine große, abgesehen von der. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich sehe keine. Alles dauert mir alles so lange. Ich schwimme da jetzt hin. Wer nichts riskiert, der nichts gewinnt. Viel Spaß. Und wenn, dann habe ich ja immer noch die Helden, die mich retten. So nebenbei war die große nicht gegenüber von der. Ja, ich weiß noch nicht, ob links oder rechts. Und gegenüber ist hinter uns. Entfernung. Aua! Leute, ich glaube, ich schaff's nicht! Hey, Bär, ich habe dich immer geliebt. Ich auch. Ah! Scheiße! Ich gleich eine Hustattacke. Ich lebe! Ich lebe! Aber ich bin noch nicht gerettet! Scheiße! Warum habe ich keine Geduld? Weiß ich nicht. Irgendwann tötet mich noch das, dass ich keine Geduld habe. Hier ist genauso. Er ist auch gerade zur Insel geschwommen. Und hier ist nix. Wie hier ist nichts. Da unten ist Seetank. Seetank ist unser Leben. Da unten ist ja noch nicht mal Seetank. Das ist ein Schrott. Auf der großen Insel. Leute, wartet auf mich. Bitte nein! Au! Scheiße! 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 Nein! Ich schaff's nicht! Oh! Oh! Mein Herz! Okay, Jungs. Wo ist jetzt noch mal die andere Insel? Ich denke auf der rechten Seite. Teddy Bear? Bist du auch auf der rechten? Was? Glaubst du auch auf der rechten? Keine Ahnung. Wie was? Naja, wir werden es ja sehen. Hallo. Schere, Stein, Papier und Licht ist. Nee. Wie war das Sprichwort noch? Feuer, Was mich Schere, hier? Steine. Messer, Feuer, Gabel, Licht. Sind für Und kleine egal. Flammen ist nix. Flammis was nicht? Flammis was nicht, hätte wir. Nee, nee. Ja, für dich ist was nix. Mein Element ist Feuer. Nee. Doch. Nee. Das kann Ich ich nicht. heiße Flammenherz. Ist ja schon klar. Und weiter. Willst du dich mit meinem Namen anlegen? Ja. Dann komm her, ich habe noch Speer. Komm. Komm her.
Mama, jetzt so wie bei The Forest. Komm hier. Komm. Oh, nee. Warum ist es denn so gerade? Und? Was wird aus uns fertig ist? Als ob du keinen Schaden bekommst. Kauf dir mal einen richtigen Speer und keinen Kindergartenspeer. Ich glaube, ich habe. Hä? Spielangriffe waren. Was? Hä? Kannst du mich mal. Alles gut? Alles zurück. Kio! Das war mein Fass! Da war Epos Holz. Wenn du Holz brauchst. Dafür habe ich die super tolle BM. Ja. Ja, da, 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 da. Da, 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 da. Was? Nix. Der Kokosnuss! Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und du? Ja. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich mir wieder eine Angel craften würde. Dann würden wir uns essen. Au! Oh! Scheiße! Ja, diese Scheißwände! Oh! Hedy, wer willst du mich umbringen? Nein. Wieso hast du so lange überlegt? Muss ich kurz überlegen. Was denn? Und mit dir zieh ich zusammen. Die Lüfte. Ja. Du meinst, das war echt kein Witz, ne? Was? Das wird zusammenziehen. Okay, was? Aber da wird noch eine Ankündigung kommen. Eine große. Grandiose. Okay, jetzt muss ich Angst. Insel in Sicht. Insel in Sicht. Die große? Weiß ich nicht. Ja, hey, denk schon. Kann sein. Dann fahr dorthin, bitte. Ja, schon, glaube ich, in die Richtung. Ich bin nicht da. Der Steuermann. Du bist der Steuermann? Du? Nicht. Gesagt. Nicht? Nein. Wer ist dann der Steuermann? Weiß ich nicht. Hier ist nämlich kein Wasser. Abgetaucht. Gut zu wissen. Ist ja okay, ich kümmere mich drum. Dankeschön. Heißt in meiner Wasser und ihr habt Spaß. Was? Nix. Ich mach doch nur Blödsinn, Teddybär. Alles gut. Okay, das war jetzt wirklich Blödsinn. Ja, immer daran gesagt hast, aber ja. Ist auch besser so. Oh, wie, ja. Ist für mich gesünder. Leute, ich habe etwas Grandioses gecraftet. Das wird das unser Leben wäre. Verändern. Und das wir? Und was ist das? Unser erstes Möbelstück. Okay. Kommt hier hoch. Und ein Stuhl. Ja, wir haben einen Stuhl. Okay. Hey, es ist ein kleiner Anfang. Ja.
Jungs! Wir tun in die komplett falsche Richtung segeln. Du wolltest doch zur großen Insel. Ja, aber das war ein paar Zentimeter zu weit links. Ja, du bist doch Steuerfrau, wie gesagt. Das stimmt, ich soll mich ja darum kümmern. Ja. Hey Bär, schau mir in die Augen. Mhm. Aber ich sehe eigentlich auch die Flasche stehen, ich habe ja auch eine Flasche auf in die Gosch, gell? Mhm. Ja, danke! Kannst du bitte noch beim Fluss bleiben, Teddybär? Mhm. Guck mal, ich habe eine wunderschöne Angel, Leute. Okay. Teddybär, ich habe ein Geschenk für dich, weil du heute die Aufnahme machst. Ja. Guck mal, ich habe einen Buntbarsch. Oh, ihm gegessen. Du hast nur jetzt nicht roh gegessen. Doch. Heyo, mein Fass! Mein Fass! Danke! Bitte. Teddybär, du musst das Anker lichten, ne? Ist okay. Ich hab dir meinen Job geschenkt. Weil ich so gnädig bin. Gar nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Ist zwar nicht so, dass der so Steuer hat und der Anker was anderes ist, aber. Wurscht. Wie bitte? Dass der Steuermann und der den Anker lichtet, mal was anderes ist, aber nicht das gleiche. Ehrlich? Mhm. Ich hab da keine Ahnung davon. Also die Kiste hast du übersehen, oder? Was für eine Kiste? Oben war eine Kiste. Ehrlich? Mhm. Da liegen auch noch Wassermelonen. Warum? Hey, Baby, was, wenn du deinen Zuschauern ein bisschen unter Wasser Spaß gibst? Mach ich gerade. Wenn du Seetank siehst, könntest du sie bitte einsammeln. Das wäre sehr lieb von dir. Egal. Hey, die Flasche bringt aber echt viel. Ist schon. Brauchen wir Kupfer? Nimm mit. Kann man nie genug haben, oder? Könntest du mir später das Seetank geben, Teddybär? Ja, kann ich. Dann. Hier, was machst du gerade? Meine Axt craften. Eine Axt? Ja. Metall oder Stein? Die erste, also die Steinaxt. Okay. Weil die andere ist mir kaputt gegangen. Alles gut. Boah, shit. Aua! Leute, der hat mir mein halbes Bein weggefetzt. Nichts gut. Nee. Ich sehe schon kommen. Irgendwann sind wir beide am Strand. In echt. Ein Hai kommt. Und du sagst nichts gut, gell? Ja. Immer. Ein Hai ist eigentlich gar nicht so gefährlich, wie die im Spiel das machen. Ist ja je nachdem, welcher Hai. Ich klapper dich nur an. Ja, aber grundsätzlich sterben wenig Menschen in mir an Hai. Nein, ich bin tot! Das hat jetzt perfekt gepasst. Ich rede den Hai gut und in der Sekunde schnappt er mein Leben weg. Ja. Und wo liegst? Marcel hat mich schon. Knapp.
Okay, ich sollte nie wieder Hai gut reden. Ich hab's ja kapiert, Spiel. Ja. Dennoch habe ich vor Hai nicht so viel Angst wie vor dem anderen Tier. Das soll eigentlich Teilärztin. Keine Ahnung. Hey, was? Wo ist Marcel? Ich wollte ihm was geben. Nirgendwo. Hier oben. Nirgendwo? Hier oben. Hier. Dankeschön. Theo, hast du noch genug Essen? Es geht. Komm mal weiter. Haben wir alles? Eigentlich ja. Also, von der Insel selbst, ja. Was unter Wasser ist, keine Ahnung. Unter Wasser ist nicht mehr viel. Mal so. Wie findest du eigentlich den Stuhl, den ich gesetzt habe, der Liebe? Gut. Gut, da würde ich sagen, weiter. Ich bräuchte das Seetank, bitte. Also die Clipper-Ding. Danke. Bitte, bitte. Ich bräuchte davon extrem viel. Okay, also. Eigentlich. Ich habe doch meine Flasche verkraftet. Ich möchte mir erstens eine Flasche machen. Und ich würde mir gerne später Flossen machen. Für Flossen haben wir nicht genug. Aber ich möchte auf jeden Fall eine Flasche machen. Okay. Ist jemand so lieb von euch und gibt mir 4 Kunststoff? Eigentlich noch eine Kiste liegen. Haben wir noch was in der Kiste? Ja, 8 Stück. Marcel hat mir mehr gegeben. Muss ich doch immer zu betteln. Immer der Bettler hier. Du bist mein Freund, bei dir darf ich betteln. Hio, hast du vielleicht noch Melonensamen, wo wir da anpflanzen können, weil du warst ja auf der Insel. Jo, hab ich. Was? Hab ich. Schon eingepflanzt. Perfekt, ich mache jetzt mal das Kartoffelding. Findet ihr meine Netze sind gut? Bin für den Anfang okay. Oder? Ja. Die werden ja eh noch erweitert. Findet ihr aber, wir kriegen viele Ressourcen dadurch? Ja, schon teilweise. Kommen wir auf die Städte waren, würde ich sagen. Aber grundsätzlich lohnt sich. Grundsätzlich ja, so. Ich bräuchte eine Axt. Dafür brauchst du Holz und ich kann kein Holz holen, weil ich keine Axt habe. Es ist nur Holz in Kisten drin, oder nicht? Da noch was drin? Ja. Über 45 Stück in der linken Kiste. Unter dir. Könnt ihr mir wer die Palmen dann wieder neu pflanzen? Ich habe keine Palmen. Da ist eine fette Insel! Mal die Palmen da holen. Ich habe einen Gehörsturz. Ich weiß nicht, wo welche sind. Irgendwo in der Truhe. Wollten die sein? Ja. Wir sollten definitiv bessere Huhn verhaften. Ja. Das wäre nicht schlecht. Also Leute, auf geht's zu einer neuen Insel.
Wer hat Lust? Ist aber ziemlich riesig. Die Motivation hier lässt sich in Grenzen. Warte kurz. Kommen wir gleich. Darf ich vielleicht hier was umstellen? Was? Die Feuerstellen, die würde ich gerne hinten in die Ecke stellen. Ja. Ja, hey. Hey, ich hab gerne ein Speer. Also. Dann kauft sie dann. Muss ich, ja. Ja, da ist ein riesiger Vogel. Wer hat Lust, wieder mit Stein beworfen zu werden? Immer. Auch in echt? Nein, doch nicht. Schade, wenn du jetzt ja gesagt hättest, hätte ich dir das noch vorgeworfen. Das ist doch echt massierend. Ich würde Marcel nie mit Stein abwerfen. Dafür bin ich viel zu lieb. Naja, sie grabt mich vor einer, dann wirft sie mich ab. Das hast du jetzt gesehen. Ja. Was liebt, das neckt sich. Oder was liebt, das wirft ihn anderen mit Steinen ab. Da hast du recht, Teddybär. Was? Oh, wie, oh, wie. Ich sichte Seetang! Seetang! Ja! Das schwimmt Haifutter. Das schwimmt Haifutter. Danke, dass du mich als Haifutter bezeichnest. Wieso habe ich dich gemeint? Ja! Ein Pufferfisch! Ja! Ein Pufferfisch! Können wir einen Boden pfaffen? Können wir einen Boden pfaffen? Nein. Bitte sag, wenn es mit dem Bogen waffen kommt, bitte. Bitte. Weiß ich nicht. Muss selber schauen. Könnten wir. Und so nebenbei. Ich beende jetzt mal die Folge, wir sind über 20 Minuten. Also, nächste Folge gibt's bei der Flammi und ich würde sagen, ciao Leute. Tschüss. Tschüss.